So Leute, jetzt sieht das Ganze schon viel, viel besser aus. Nochmal hallo und herzlich willkommen. Sorry für diesen kleinen Cut an dieser Stelle. Oder besser gesagt für diese kleine Unterbrechung. Irgendwas hat nicht gestimmt mit der Facecam. Ich habe keine Ahnung, was da war. Aber jetzt funktioniert auf jeden Fall alles. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's, wie steht's bei euch? So, wir werden heute auf jeden Fall ein paar Decks testen. Ich habe Bock, mal wieder ein bisschen in den Warrior reinzugucken. Wie gesagt, da habe ich mir schon mal Deck angeschaut, dass wir uns insgesamt einfach mal anschauen werden. Und was ich halt auch noch echt eine coole Sache fand, war, dass wir das Ganze dann vielleicht vergleichen mit diesem Blizzard-Deck oder zumindest dem Deck, was Blizzard hier halt vorschlägt. Ich habe ja die Legendary des Warriors in Gold bekommen. Da war ich schon ziemlich glücklich drüber, wenn ich ehrlich bin, weil das ist tatsächlich, also meiner Meinung nach, eine der guten Legendaries, die man hier in Gold haben kann oder bekommen konnte. Deswegen gehen wir doch hier direkt mal rein, sagen, hey Warrior, wir fangen ganz klassisch an und spielen erstmal. Du bist nicht das Boombot-Deck, oder? Nee, du bist nicht das Boombot-Deck, du bist dieses komische Big Recruit-Deck, das seltsame, das eigentlich niemand spielen möchte. Ja Leute, dann bauen wir uns erstmal hier einen Bomben-Dude. Mit einigen Max und natürlich mit zwei reichen erstmal aus. Und zwar packen wir da rein natürlich den Dr. Boom, Mad Genius kommt mit rein. Und jetzt müssen wir halt gucken. Meistens sind es ja eben Mechs, also können wir hier auch mal nach Max suchen. Denn wir brauchen den hier auf jeden Fall. Den Devastator spiele ich auch gerne. Da überlege ich mir sogar noch eine zweite zu craften. Mal ganz kurz hier gucken, wie sieht das Ganze aus, dann auf jeden Fall. Wie wird das denn hier, zeig mir nochmal, wie das hier geschrieben wird. Bomb. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bomb eingebe, müsste es theoretisch, genau, Rack Calibur, brauchen wir auf jeden Fall noch ein weiteres Mal, um den hier mit reinzupacken. Und ja, ansonsten hätte ich mal gesagt, wir gehen hier halt echt ein bisschen in Richtung Midrange, oder? Oder besser gesagt halt so in Richtung Mech Midrange. Könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. So Ethereum Rover ist da auf jeden Fall. Omega Assembly weiß ich tatsächlich nicht. Das kommt halt immer drauf an, ob wir ins Early oder ins Late Game gehen wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen aggressiver gehen kann, dieses Deck, wenn wir das wirklich wollen. Rush können wir mit reinbringen. Wir versuchen hier so ein bisschen, ich glaube wirklich ein aggressiveres Deck zu machen. Das heißt also, wir können hier auch noch sowas wie Darius oder sowas mit reinklatschen. Darius Crowley ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was haben wir denn Worgen mit reinsetzen? Das ist halt immer so die Frage. Ich finde den Worgen insgesamt semi-gut, wenn ich ehrlich bin. So semi-gut. Gucken wir nochmal nach den Max, die wir hier am Start haben, die wir reinsetzen können. Nehmen wir einfach mal Omega Assembly mit. Dynamatics sollte eigentlich immer ein Auto-Include sein, wenn ich ehrlich bin, aber ist ja trotzdem immer so eine schwierige Sache, ob man das wirklich machen möchte. Ein bisschen mehr Control vielleicht mit reinbringen. Super Collider bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von, obwohl es wahrscheinlich echt gut wäre gegen bestimmte Zeit. Wir können Brawl spielen, denke ich. Aber falls wir gegen noch aggressivere Decks irgendwie matchen müssen. Komm, weißt einfach, dass wir halt einmal hier mit drin haben, dass wir uns den vormerken. Vielleicht lassen wir drin, vielleicht packen wir ihn raus. Dasselbe mache ich jetzt auch. Oh, Omega Assembly habe ich schon zweimal reingepackt. Das sollte passen. Brauchen noch Removal und Card Draw. Also Card Draw wird wahrscheinlich entweder über Shield Block, Slam oder aber, na, Thanos denke ich nicht, dass wir den hier brauchen. Wir haben zu wenig Spells, die irgendwas machen. Deswegen packen wir Loot Hoarder rein. Könnten natürlich auch irgendwie einen Engineer oder einen Kollegen Schnürschuh hier reinsetzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Loot Hoarder hier mit am besten mit in das Deck reinpasst. Und dann gehen wir auf, was gehen wir denn hier noch Schönes? Versuchen wir ein Ding zu spielen. Versuchen wir Slam noch mit reinzupacken. Ich glaube, Slam ist halt auch eine Draw Engine. Warpath als One-Off hier mit reingepackt. Sollte auch passen. Sollte auch auf jeden Fall passen. Jetzt muss ich mal ganz kurz was checken, Leute. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der Alec, das sagt ja, whenever you shuffle a card into a deck, sh-
Shuffle in an extra copy. Das bedeutet also, dass der doch auch funktionieren müsste bei unserem Gegner, oder? Sehe ich das falsch? Dadurch, dass wir halt Max spielen, habe ich eigentlich schon die Max in den Neutral-Bereich benutzt? Nee, noch überhaupt nicht. Gell? Da müssen wir auch, können wir auch noch auf jeden Fall ein paar mit reinpacken. Sowas wie zum Beispiel Celiax ist ja auf jeden Fall hier ein Auto-Include in diesem Deck. Ich überlege mir sogar hier den Missile Launcher mal wieder mit drin zu spielen. Aber wir den wahrscheinlich irgendwo eher rausziehen wollen. Gibt es noch irgendwelche weitere, ja, sollen wir den Security Rover mit reinbringen? Ich finde es halt stark, aber dadurch, dass wir eigentlich ein bisschen ein aggressiveres Deck sind, denke ich nicht, dass es sich lohnen wird. Ich denke halt wirklich nicht, dass sich das lohnen wird. Vielleicht noch ein Execute, weil wir halt auch Warpath haben. Warpath in Kombination mit Execute wäre gar nicht so schlecht. Der Strike ist natürlich auch angenehm, wenn wir aggressiver spielen. Das ist halt die Frage, ich möchte noch Doppel-Shield-Block auf jeden Fall mal mit reinspielen. Na, da können wir auch gleich die goldene Variante reinsetzen, wenn wir die eh schon mal haben. Und damit dann den Gegner ein bisschen nerven. Wir haben halt alles drin, was uns Bomben summonen kann, gell? Glockwork Goblin. Ja, wir haben halt alles davon schon drin. Jetzt ist die Frage, was hier unsere letzte Karte sein wird. Habt ihr irgendeinen Vorschlag, was wir denn da reinsetzen könnten? Weil momentan, muss ich sagen, tendiere ich sogar noch zu einer weiteren Waffe oder noch einen Rusher, einfach um das Board zu clearen. Gerade sowas in Richtung Early Game, so Red Band, Red Bond Band oder Bond Wasp. Ja, nicht schlecht. Oder einfach ein standardmäßiges Execute, um halt das Board zu clearen, wenn wir irgendwie einen kleinen... Ja, ich glaube tatsächlich ein Execute ist nicht schlecht, wenn wir gegen irgendwas richtig Fettes spielen. Mutisa, hey, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hast du die Goblin-Dame, die auch eine Bombe reinschaffelt? Wie hießen die nochmal? Also theoretisch müsste ja bei Bomb müsste mir das ja alles anzeigen. Gott, aber ich weiß, glaube ich, welche du meinst. Wie viel Mana hatten die gekostet? War die nicht 5-Drop oder sowas um den Dreh? War das nicht ein 5-Drop oder ein 6-Drop? Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht mehr, weil die Karte ist mir halt irgendwie nicht im Kopf geblieben. Ich weiß aber, was sie auf jeden Fall macht. Die shuffelt halt auch die Bombe ins Deck. Aber ich weiß nicht mehr, ob das eine 5er-Bombe ist oder ob die irgendwie weniger Damage raushaut. Oder ob sie überhaupt noch im Standard ist. Ist sie überhaupt noch im Standard? Lass sie mal schnell gucken. Bomb und dann gehen wir mal vom Standard ins... okay, wir können erstmal gerade nur im Standard gucken. Ne, Leute, wir werden das jetzt erstmal so lassen. Wir testen es einfach aus. Mutisa, wenn du rausfindest, wie die Karte heißt, kannst du sehr, sehr gerne in den Chat schreiben. Natürlich auch alle anderen. Es würde mich echt interessieren, welche Karte mir denn hier noch fehlt. Wo ist unser Warrior? Da ist der Custom Warrior. Das testen wir jetzt einfach mal so. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie sich dieses Deck rausstellen wird. Also wie das Ganze funktioniert, weil der Mech Warrior war ja schon immer eine starke Sache. Oh, jetzt habe ich beide Deck-Tracker hier noch an. Okay, nein, das wollte ich auf jeden Fall nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Wir wollen das hier ausschalten. Sehr gut. Viel Card Draw. Ich denke, wir spielen hier gegen ein aggressives Deck. Omega Assembly ist jetzt hier erstmal nicht vonnöten. Ratch Calibur möchte ich erstmal behalten. Natürlich ist es immer gut, wenn man Dr. Boom schon mit am Start hat. Ich schau mal nach. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ratch Calibur ist natürlich eine sehr, sehr starke Karte, weil wir hier ziemlich zügig wahrscheinlich Bomben reinschaffeln müssen. Gut, okay, wir machen End Turn. Werden auf Turn 2 dann den Loot Hoarder rausspielen. Es kann natürlich gut sein, dass wir hier über Warpath schnell arbeiten müssen. Was war das nochmal? Give a random friendly minion plus 2 health. Ja, wir werden hier wahrscheinlich ein bisschen leiden müssen erstmal in diesem Aggro-Matchup und versuchen uns da mit Brawl und Warpath am Leben zu halten. Das ist nicht ganz die optimalste Sache, möchte ich einfach mal sagen, aber... Ich denke trotzdem, dass wir hier was machen können. Sobald wir irgendwie 4 oder 5 Mana haben, geht es halt eigentlich schon ganz gut klar. Da kommt der Alec und wir gehen jetzt erstmal auf den Red Calibur. Das ist Brawl auch noch.
Oder gehen wir. Ne, wir gehen erstmal auf Rüstung, Leute. Zusätzlicher Card Draw ist hier wichtig. Glockwork Goblin. Zusätzliche Bombe ins Deck. Ich glaube tatsächlich, dass die aus dem Standard rausrotiert ist. Bin mir halt aber echt einfach nicht sicher. Okay, Sacrifice den hier. Gibt seinen Dudes den Buff +1/+1. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich agieren und zügig einen Brawl spielen. Alec. 4 werden 2 Damage auf jeden Fall auf alles. Mische ihm meine Bomben-Stack rein. Ich glaube wirklich, dass der Zoo hier ein bisschen zu schnell momentan ist für uns. Solarium ist fein. Wir wollen im nächsten Zug auf jeden Fall auf das Brawl gehen. Wenn er jetzt einen Fehler macht und unseren Kollegen nicht uptradet. Machen wir Action. Oh, Grim Rally Nummer 2. Okay, er wird unseren Kollegen nicht uptraden. Obwohl, der hat einen Divine Shield Dude. Geht trotzdem komplett face. Es ist viel Schaden, den er uns hier jetzt gerade austeilt. Da ist die Bomb. Und der Life Drinker wird discarded. Alles klar. Gut, wir gehen mal face, spielen einen Brawl raus und hoffen, dass nur einer von unseren Dudes überlebt. Ah, goddammit. Goddammit, das ist halt nicht gut gelaufen. Alternativ, wenn er jetzt nichts rausspielt, können wir 5 Damage draufhauen. Das wäre eine angenehme Sache. Oh mein Gott, er hat Leroy ready. Und Soulfire, GG. Wow. Turn 5 Lethal, oder besser gesagt Turn 6 bei ihm. Das war halt sehr, sehr schnell vorbei. Er hat halt aber auch eine sehr gute Starthand gehabt. Konnte doppelt seine Dudes buffen über die Grim Rally. War nicht gerade erfolgreich, das erste Game jetzt hier mit dem Warriors. Sind wieder zurück auf Rang 12. Ist aber fein, Leute. Wir können trotzdem weiter Gas geben. Und erstmal, wir müssen erstmal gucken, wie dieses Deck insgesamt funktioniert. Das ist ja nicht so, als ob wir jetzt auf gleich das Deck spielen können. Alec behalten wir auf der Hand. Und wenn es nur als 3-Drop ist, ist es fein. Dr. Boom, Mad Genius. Okay. Nehme ich gerne hin. Jetzt will ich mal ganz kurz das gucken, Leute. Und zwar. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach diesem. Nee. So. Okay. Wo hab ich's denn? Hier hab ich's. Sehr gut. Wir spielen gegen den Schaman. Ich denke, es wird Murloc sein. Wir haben gestern schon ein bisschen mit den Murlocs rumprobiert. Dr. Booms Geheimlabor. Ach, sie ist also doch noch drin. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz nach der. What the fuck? Ist es immer noch buggy? Nach der. Wie heißt sie? Zephyrium-Bomberin. Zephyrium-Bomberin. Sollte er noch dabei sein, aber ich habe lustigerweise, ich habe jetzt mal hier die Deckliste aufgerufen, die ich mir hier vorhin dazu angeguckt habe. Und die wird da tatsächlich auch nicht drin gespielt. Da werden aber noch so ein paar andere Sachen gespielt, die vielleicht wirklich nicht so schlecht werden in diesem Deck. Einfach um mehr Sustain ranzubringen, gerade um gegen aggressive Decks, wie jetzt vorhin der Zu hier dagegen ein bisschen was machen zu können. Müssen wir halt einfach ein bisschen aufpassen. Alec Nummer 2 ist am Start, okay. Wir spielen den Town Crier raus. Kriegen Darius, sehr gut. Wir wollen Alec kennen. Einfach bei Alec. Ihr müsst euch das so vorstellen, Leute. Alec Nummer 1 könnt ihr öfters mal verwenden, um early einen 3-4 rauszuspielen. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ihr sagt, also gerade in diesem Deck, wie auch jetzt in dem Test Rogue zum Beispiel, dass ihr sagt, hey, ich brauche die Alecs beide, um meinen Shuffle immer vonstatten zu halten. Das braucht ihr nicht. Es ist nicht
das Wichtigste auf der Welt, dass ihr schaffelt, Leute. Und er macht sich hier richtig hart Overload, kann uns nur 2 Damage machen, das ist eigentlich gut. Und das ist halt auch ziemlich, ziemlich gut. Wir spielen einfach mal rein aus Prinzip Darius raus. Defend Gilneas, geben ihm +2/+2 und damit haben wir einen 6-4er. Das bedeutet also, er müsste hier entweder einen Frog rausspielen, er müsste hier einen Lightning, einen zweiten spielen, den er vielleicht hat. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, er hat schon ein Lightning gespielt. Geht er auf die Hero Ability, kein Lightning. Das heißt also, er muss hier trade. Das ist aber fine für mich. Damit behält er halt seinen einen Overload und muss seinen zweiten Dude auch noch weghauen. Wir können jetzt auf den Card Draw gehen, über Loot Horderer. Könnte sogar Doppel Loot Horderer spielen. Ich spiele aber den Worgen hier raus und hitte nochmal rein. Omega Assembly behalten wir für Slate, um uns dort dann wieder aufzubauen. Okay, es ist dieses Isera-Deck. Gegen das habe ich gestern tatsächlich schon mal gespielt. Das ist ziemlich strong. Also gerade wenn man Isera da... Man kann ja Isera dreimal logischerweise dann rauskriegen. Muss man jetzt sagen, kann das echt Dinge machen. Slam ist hier wirklich gut. Rekkalibur auch eine schöne Karte. Werden wir hier rausspielen? Ja, warum nicht? Komm. 4 Alternative dazu wäre Card Draw und mehr Card Draw. Ein bisschen Face Damage ist okay. Die Sache ist halt einfach, dass er sich hier sehr, sehr viele Isera-Spells einfach auf die, oder besser gesagt, Isera-Karten auf die Hand bringen kann. Und diese Isera-Cards sind halt wirklich, wirklich strong, muss man sagen. Oh, Baron Gad. Hello. Hello, hello. Muss ich dich etwa töten? Ich denke mal, ja. Wir haben keinen Rusherman in unserem Deck drin, gell? Ein Mana zu wenig. Ich bin gerade hin und her gerissen zwischen Slam und Rekkalibur auf ihn draufzusetzen. Aber ich glaube, ich möchte keine 7 Damage nehmen. Ich spiele mal Rekkalibur so raus. Hitten ihn einmal, schaffen eine Bombe ins Deck rein. Und jetzt ist es halt langsam relativ schick, sowas wie die Goblins zu kriegen, Dr. Blastmaster Boom hier rauszuziehen. Und darüber dann das Game zu entscheiden, hoffentlich. Okay, er geht nur auf die Hero Ability. Wir gehen auf Mad Genius. Ja. Wollen so viel Rüstung behalten wie möglich, schaffen ihm noch eine Bombe ins Deck rein. Und hoffentlich macht's bald Boom. Er hat 90 Karten in seinem Deck, 2 davon sind Bomben. Das ist eine angenehme Sache. Ist auch auf 10 Handkarten. Wie ist es nochmal jetzt hier mit... Ja, ist fein. Wie ist es mit dem Battlecry von... sind auf 10. Wie ist es mit dem Battlecry von Shadowwalk? Kopiert er auch die Battlecries von seinem hässlichen Bruder da? Dass er dann sich in Isera verwandelt, theoretisch? Wäre interessant zu wissen, eigentlich. Wir discovern einen Mac. Gucken mal, was wir da Schönes holen können. Ah, das ist so eine angenehme Sache hier. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Dann spielen wir ihn mal raus. Dann shuffeln wir hier mal ein bisschen. Zack, Nummer 1. Und hey, Nummer 2 auch noch gleich dazu. Towncrash spielen wir auch mal noch raus, weil der bringt uns eh keinen... Oh, warte mal, Celiex hat ja auch noch Rush. Holy shit, das habe ich komplett vergessen. Stimmt, wir haben ja 3 Rush-Karten mit. Das hätte ich fast schon vergessen. Ja, der gute Celiex. Da kommt Lightning Storm. Und wahrscheinlich wird er noch irgendwas Zweites spielen, um den 3-1er hier jetzt noch zu töten. Celiex, klar, er will nicht mehr so viel schaffen. Das ist aber totally fine, weil wir Celiex jetzt einfach wegpacken können. Und
er kriegt halt einfach so viele Bomben in sein Deck reingemischt. Hey, er wird gar nicht mehr klarkommen, Leute. Also, Retchcalibur, Hero Ability. Oh, Leute, warte mal, ja, der auch Rush, gell? Ja, der auch Rush. Ist aber fein, Leute. Wir wollen da nicht angreifen, großartig. Die 3 Damage nehmen wir uns und schaffen nochmal ein paar Bomben in sein Deck. Und 3 neue Mechs. Galvanizer. Hallo. Ich finde es einfach eine lustige Sache. Ich weiß nicht, ob das euch irgendwie mal aufgefallen ist, aber die Rager, also diese komplette nutzlose Familie in Anführungszeichen. Karn ist gut. Ancestral Spirit ist auch eine sehr, sehr gute Sache auf Karn, muss man sagen. Diese komplette Rager-Familie ist im Laufe der Zeiten wirklich besser geworden. Und zwar insgesamt besser geworden. Ich meine, wenn ihr euch das einfach mal anguckt, was wir... Der hat jetzt auch Rush. Die haben ja alle jetzt Rush. Holy shit. Wir könnten ihn plus 1 plus 1 buffen oder ihn rausspielen und dann ihn rausspielen oder Alternative spielen. Ah, warte mal, der hat keinen. Aber wir können das so spielen, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Frog, aber ich denke, wir sind da ein bisschen fein. Wir sind fein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich Angst davor, was er mit dem Kern vorhat. Weil wir müssen einfach mal überlegen, wie viele Bomben wir in seinem Deck jetzt einfach drin haben schon. Das sind jetzt schon 4 oder 5? 5 müssten es sein, wenn ich es richtig weiß. Bloodhead, hey! Schön, dass du da bist. Du hast eine Frage. Was ist deine Frage? Hoffentlich kann ich sie dir beantworten. Ja, das habe ich mir gedacht. Der Frog. Ist trotzdem ein Taunter, der jetzt einfach da liegt, mit dem er dann erstmal handeln muss. Eureka Nummer 2. Nochmal ein Kerl. Holy. Und da ist unser Blastmaster Boom. Und ich hatte mal gesagt, das ist ziemlich geil. Welche Streamprogramme gibt es noch außer Streamlabs OBS? Da gibt es einige. Wir könnten jetzt 2 Damage setzen, aber ich glaube tatsächlich, das ist absolut irrelevant, weil wir jetzt ziemlich viele Boombots kriegen. Und einfach mal testen, was hier jetzt passiert. Ist fein. Ich antworte dir gleich, sobald ich hier den Play gemacht habe. Dammit. Ist fein. Komm. Nice. Nice. Auf jeden Fall worth it. Es gibt noch das normale OBS-Studio, wenn es dir was sagt. Dann kann ich dir natürlich noch solche Sachen... Ah, da kommt der Frog raus. Dann kann ich dir natürlich noch solche Sachen sagen, wie zum Beispiel... Nvidia hat ja dieses Shadowplay oder wie es heißt. Das kann man auf jeden Fall nutzen. Dann gibt es auch noch... Ich weiß nicht, ob Restream inzwischen was selbstständig gemacht hat, aber die hatten auch mal irgendwie was vor, so in die Richtung zu gehen. Aber ob das inzwischen jetzt wirklich durch ist, weiß ich tatsächlich nicht. Wir können ihn jetzt töten, den Karn. Und dann töten wir ihn hier. Hero Ability, machen einen Turn. Ich weiß nicht, dann auf jeden Fall noch Elgato hat Möglichkeiten zum Streamen und die bieten auch Möglichkeiten zu Streams, kostet aber einiges an Geld, also da muss man dann gucken, ob man das investieren möchte. Da hat er den originalen Karn endlich mal rausgekriegt.
Oh mein Gott, oh, noch mal ein Ancestral. Oh. Wann kommen denn die ganzen Bomben jetzt mal raus? Es wird doch mal Zeit hier. Komm, hier noch mal eine Bombe ran. Noch mal eine Bombe ran, ja. Somebody order a bomb. Also da gibt es auf jeden Fall einige Anbieter. Du musst dich einfach mal nur ein bisschen im Internet umgucken. Da findest du da sehr, sehr gute Sachen. Wie gesagt, ich empfehle dir einfach... 5 Damage, sehr schön. Ich empfehle dir halt Streamlabs OBS oder sowas, weil die halt wirklich gut funktionieren. Und auch gerade mit Twitch und sowas ganz gut funktionieren. Ich hoffe, ich habe dir da helfen können. Okay, Lightning Storm. Ja, muss ich halt nur um den CM13er kümmern, sonst... werden wir ihn da ein bisschen ärgern können. Haben aber halt auch noch 2 Bomben in seinem Deck drin. Das ist halt gut. Kann der Omega Devastate... Ne, den haben wir schon draußen gehabt. Kann der Damage to Minion... Ah, da bringt er noch Taunter raus. Das ist natürlich uncool. Aber ich meine, hey. Wir können uns den Taunter entledigen und dann... wir haben sogar echt ein paar in dem Deck drin gehabt. Wir können uns den Taunter entledigen und dann... 1, 2, 3 Rüstung. Face und damit ist er halt tot. Sobald er jetzt eine Bombe zieht, Top-Deck-Bombe. Komm. Jawohl, well played. So muss es doch sein. Habe ich ja, aber Streamlabs ist bei mir broken. Meine Alerts gehen gar nicht. Da musst du gucken, dass du die auf der Seite an sich selber einstellst oder bei Streamlabs in der Alertbox das komplett richtig einstellen. Das ist ein bisschen kompliziert, also ich bin da am Anfang auch nicht drauf gekommen, aber die haben, glaube ich, auf ihrer Seite eine relativ gute Anleitung. Da kannst du mal vorbeischauen. Also erstes Game auf jeden Fall gewonnen. Ist ein stabiles Deck, möchte ich sagen, wenn man nicht zu Tode gerusht wird. Gerade gegen andere Control-Decks, denke ich, hat es wirklich gute Chancen, allein weil die Max halt wirklich stark sind. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen Switchereien machen. Dann empfehle ich dir wirklich, probier mal das reine OBS. Also wirklich nur OBS Studio. Und mach das dort über die Browse Source. Das sollte es dann auf jeden Fall funktionieren. Omega Assembly kommt weg. Den Alec behalten wir wie immer einfach, um einen Early 3-Drop zu haben. Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Bei Dota Auto Chess oder was? Und ich warte jetzt auf den dritten Alec, der niemals kommen wird. Ja. Ethereum Rover kommt an den Start hier raus und vielleicht hat er auch einen Ethereum Rover, dann können wir uns gegenseitig die Rüstung hochklatschen, aber nope. Ich denke einfach, dass er auch Bomb Warrior spielen wird, das ist gerade so mit das beliebteste Warrior Deck. Und die Animation, die triggert mich ein bisschen, einfach weil sie doppelt ist. Und warum sind hier oben die Türme abgeschnitten? What the hell, was ist hier los bei Hearthstone gerade? Habe ich irgendwas verpasst? Dynomatic, alles klar, wir spielen den 3-Drop, gehen hier Face und... hoffen einfach mal, dass er versucht, ihn hier zu traden, weil er Angst vor unseren Bomben hat. Ja. Ah nein, er geht auf den kleinen Loot, okay. Ja, jetzt können wir ihn auf jeden Fall mal nicht raushauen. Da wird die erste Bombe reingeschaffelt und wir ziehen Omega Assembly. Spielen wir einen Yeti, einfach weil wir es können. Wir spielen Yeti einfach, weil wir es können. Mirror Match, ja, aber sowas von. Murloc-Deck ist das Geilste. Murloc-Deck ist super genial. Stimme ich dir vollkommen zu. Aber es ist auch ein bisschen schwierig zu spielen, muss man sagen. Also ich habe da teilweise schon gesehen, dass Leute dort hart am Struggeln sind gegen das Murloc-Deck. Du bist viel zu früh, Alter. Das Problem ist halt, wenn ich hier rein trade, denke ich, rennen wir in den Warpath rein. Alternativ, wenn wir hier rein traden,
verlieren wir halt eigentlich gar nichts. Das ist, glaube ich, fein. Wir strugglen aber halt gerade mit unseren Karten, weil die Sachen, die wir hier halt gerade rausspielen können, sind halt einfach nicht genug. Wir liegen zwar momentan ein bisschen vorne der Erde, aber ungefähr 10 Damage schon in unser Deck reingeschaffelt. Und da müssen wir halt aufpassen. Gut, er geht jetzt nochmal auf den zweiten Red Calibur. Wir kriegen nochmal Rüstung, damit ist die dritte Bombe schon am Start. Das sagt nur in your opponent's deck, ja. Das heißt, er wird jetzt bald auf Dr. Boom gehen und dann haben wir halt hart die Arschkarte gezogen, weil wenn die triggern, wenn der Dr. Boom triggert, sind wir vermutlich ziemlich am Arsch. Weiter in eine aggressive Richtung hier gehen und jetzt kommt Dr. Boom aus, oder? Mit 3 kriegt er dann 6 Boombots, das heißt, er füllt schon mal das komplette Board und wir haben kein Warpath. Holy shit, einfach nur. No way. Das ist halt so mit Schlechteste, was passieren könnte. Er kann also jetzt pro Turn 10 Damage hauen. Actually eine coole Idee, den zu bouncen. Das ist halt übelst sad, was da jetzt gerade passiert ist. Aber wir haben noch keine einzige Bombenkarte gesehen, gell? Noch keine einzige. Alle meinen ja, Schurke wäre das Stärkste. Ich lache mich über das Deck kaputt, weil ich den Schurken plätte mit dem Murloc-Deck immer. Ja, das ist logisch. Das Murloc-Deck ist um einiges stärker tatsächlich. Na gut, wir haben keinen Warpath am Start, ziehen jetzt hier die Bomben. Und lass mich mal kurz rechnen, wie müsste das rauskommen? Ja, wir müssen jetzt hoffen, Leute. Wir müssen jetzt halt hoffen. Wenn wir es schaffen, dass er überlebt und eine Bombe oder vielleicht 2 Bomben auf ihm drauffallen, dann ist es cool. Ah, die ist er weg. Ach, come on. Ich habe jetzt schon gehofft, dass es vielleicht funktioniert, aber wir kriegen jetzt halt wieder über viel Damage und dann würde er uns jetzt finishen können, oder? Ja. Ja, Leute, wir sterben sogar so. Er hat gerade, habt ihr das gerade gesehen? Er hat gerade vier Bomben mit 4 Damage gekriegt. Das ist halt bestes Outcome ever. Ja, so kann das halt passieren, wenn der Gegner ein bisschen zu... Ne, warte mal, ich will jetzt ein bisschen was an den Deck umbasteln. Sowas kann halt passieren, wenn das Deck schneller ist als euers. Wenn er halt die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt zieht. Jetzt wollte ich noch gucken hier nach der... Die ist aus Dr. Booms Geheimlabor. Boomsday. Und heißt... Bombe. Heißt die nicht Bomber? Habe ich die vielleicht noch gar nicht? Oh lol, die habe ich halt actually echt noch nicht. Sephorium Bomber. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die reinstecken will. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Hinsicht das nur ein bisschen umbauen werden. Und zwar... Frage ist halt, in welche Richtung wollen wir das Deck spielen, weil theoretisch könnten wir es halt echt ein bisschen controlliger spielen. Wir könnten es halt echt einfach ein bisschen controlliger spielen, das Ganze. Ah, dann müssen wir das anders aufbauen. Da müssten wir zum Beispiel Super Collider reinstecken. Ach Quatsch. So. Da müssten wir zum Beispiel Shield Block auch mit reinpacken. Upgrade war hier eine relativ coole Karte für Reg Calibur. Vielleicht wird wirklich der Town Crier gecuttet. Wir packen mal Upgrade rein.
Den Rabbit Worgen möchte ich auch mal rauspacken und wir gehen auf ein zweites Execute vielleicht. Ich weiß halt nicht, ich möchte eigentlich diese Karte überhaupt nicht probieren, Dr. Booms Scheme, aber wir können damit halt so viel Rüstung generieren. Was wir erstmal wollen, dass die Leute ein bisschen sich an die Meta gewöhnen und erstmal schauen, was man überhaupt alles machen kann mit den Decks. Deswegen packen sie nicht direkt das Solo-Adventure mit rein. Das macht uns im Early-Game auf jeden Fall deutlich stabiler. Super cool, Leute, möchte ich jetzt noch eine Runde draußen lassen und versuchen wir einfach mal den Warrior jetzt nochmal zum Laufen zu kriegen. Ich meine, es war ein guter Anfang auf jeden Fall, wo wir gut Schaden geschossen haben hier. Wir haben ja jetzt leider nicht die optimalste Winrate, aber es ist okay. Wir sind jetzt gerade auf einer 33%igen Winrate, mal nach 3 Games. Blastmaster Boom, wenn wir jetzt noch ein Shuffle Dude reinkriegen. Doppel Alec. Du bist zwar auch ein Shuffle Dude, aber nicht der Richtige. Ich glaube, Blastmaster Boom ist halt super, super strong. Einfach nur, wenn man den auf der Stadthand halten kann. Wenn es gegen ein controlliges Deck ist. Gegen aggressive Decks ist es natürlich super optimal. Vermutlich werden wir dann nach der Runde wieder auf ein anderes Deck wechseln. Auf was habt ihr denn Bock? Also Rogue habe ich schon getestet. Das war so, ich möchte mal sagen, semi-gut. Ich habe The Merlot Cruise. Okay. Ich habe Mage schon getestet. Mage fand ich super, super genial. Also das ist wirklich, glaube ich, mit eins meiner Lieblingsdecks bis jetzt. Hunter wäre eine Alternative, die wir noch spielen können. Gehen wir mal auf den Ethereum Rover auf 1. Das ist aber trotzdem eine schöne Startanlage eigentlich. Turn 1, Turn 2, Turn 3 in Alec. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir die Clockwork Goblins halt rausbringen. Oder je nachdem auch Ratch Calibur. Ich glaube, vielleicht muss ich mir doch noch die 5-Mana-Karte, den 5-Mana-Goblin craften, um den halt als zusätzlichen Bomb-Drop hier mit reinbringen zu können. Bin mir aber nicht sicher, ob sich das wirklich lohnt. Gut, ist er AFK? Nö, ist er nicht. Spielt immer noch seine Sachen hier. Tool Drop, Face and Turn. Und an dieser Stelle habe ich mir auch schon überlegt, vielleicht diesen neuen 2- oder 3-Drop reinzupacken. Dieses komische Hunde-Dino-ähnliche Viech. Natürlich auch Magim Warrior. Das halt pro Attack immer dann diese plus 2 Rüstung bringt, oder besser gesagt so viel Rüstung bringt, wie es halt Damage macht. Und wenn wir da halt das hochrechnen, wenn wir das Magnetize mit verschiedenen Sachen, kann man da echt viel Rüstung eigentlich rausbringen. Deswegen müsste man halt einfach schauen. Okay, wir sehen auf jeden Fall, er wird ein dieser Spell, Quatsch, dieses Spell Damage wollte ich schon sagen, dieser, oh Gott, mir fällt der Name natürlich jetzt nicht ein. Der Summon Mages sein. Ich möchte sie jetzt einfach mal Summon Mages nennen. Ich glaube, die haben keinen direkten Namen. Bis jetzt. Ist ja aber auch erst ein Tag her, dass diese Decks eigentlich erstellt wurden. Also von dem her müssen wir da einfach mal schauen. Wir können auch wechseln einfach wieder auf den Mage. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Dann könnten wir auch ein bisschen höher ranken. Ich glaube, Rang 5 müsste auf jeden Fall mit dem Mage hier im Early Game möglich sein. Ich finde es aber auch wirklich schön, Leute. Ich muss es wirklich mal hier ansprechen. Ich habe in dieser Expansion, seitdem sie jetzt gestartet ist, also gestern und heute, noch keinen einzigen Typen erlebt, der irgendwie sagt, hey, ich fokussiere mich komplett einfach nur auf ältere funktionierende Deck-Types. Das heißt also, jeder experimentiert irgendwo rum. Ich weiß, viele Deck-Types sind auch schon einfach nicht mehr vorhanden, wenn wir jetzt uns gerade hier in Richtung, ja wow, das ist natürlich unlucky, wir gehen hier Face, gehen hier nochmal Face, die sind halt meistens irgendwie gerade noch gar nicht so wirklich vorhanden, aber nicht mehr vorhanden, aber es gibt halt trotzdem sowas wie zum Beispiel die Beastie Boys, also die kompletten Beast Hunter oder sowas, die gibt es natürlich immer noch, die kräuchen und fleuchen immer noch durch die Gegend, aber dadurch, dass Deathstalker Rex heraus ist, müssen die halt schauen, dass sie teilweise andere Win Conditions gegen Control Decks rausbringen, und das ist halt schon nicht ganz so
einfaches Ding. Okay, er spielt Janna Lai in diesem Deck drin, was ich sehr, sehr interessant finde. Gut, haut es einen Dude raus. Wir ziehen Brawl. Boah, das ist halt wieder extrem controllig, was wir jetzt gerade am Start haben. Das ist halt wieder extrem controllig, was wir jetzt hier am Start haben. Und ich denke nicht, dass wir damit was anfangen können. Gerade gegen ein Deck, das uns vermutlich outvaluen kann, weil es halt in der kurzen Zeit sehr, sehr viele Minions an den Start bringen kann, ist es sehr, sehr gefährlich, dann so lange zu brauchen. Ich denke auch, wir werden uns das Brawl, oder besser gesagt beide Brawls, auf jeden Fall fürs Late Game aufbehalten, wenn er halt dann sagt, hey, ich hau die Kollegen Ding raus. Ah, oh, was? Really? Okay, er möchte eine Karte ziehen und das will ich traden. Das ist alles scheiße gerade. Ich weiß, ich könnte mir hier über Omega Assembly eine Karte discovern, aber das ist halt... Omega Assembly ist übel dumm, so früh zu spielen, Leute. Klar, wir könnten jetzt für den Augenblick irgendwie mehr rausziehen, als wir brauchen würden vielleicht. So in die Richtung halt irgendwas Fettes rausziehen, was wir jetzt ausspielen können. Aber im Late Game ist es halt so tausendmal besser. Wenn ihr das euch vorstellt, wir spielen das auf Turn 10 dann raus oder von mir aus auch im 13., 14. Zug oder so, dass wir halt die drei Minions discovern. Das kann uns das Late Game retten. Deswegen möchte ich es eigentlich jetzt nicht so früh rausspielen, solange nicht wir in irgendeiner brenzlichen Situation sind und irgendwie was brauchen noch. Was ich halt wirklich sagen muss, ist, bringt ja den Dr. Boom raus. Die größte Schwierigkeit, die ich momentan einfach sehe, ist, dass ich keine Möglichkeit habe zu reagieren. Weil, guck mal, auf was spiele ich jetzt gerade die ganze Zeit? Ich drücke gerade eigentlich nichts außer dem Button. Mir fehlen Ratch Calibur, Glockwork Goblin. Das sind alles Karten, die uns das Spiel nicht nur vereinfachen würden, sondern uns wahrscheinlich das Spiel gewinnen würden in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn wir die halt nicht ziehen, dann haben wir keine Chance, irgendwas zu machen. Okay, Conjurers. Not bad. Wenn er jetzt noch einen zweiten Spell hat, ist es halt ziemlich insane. Shield Block again, Ziehen wir erstmal noch eine Karte. Upgrade. Nice. Immer noch keine Karte, die wir benutzen können. Das heißt, wir müssen jetzt brawlen und hoffen, dass der 3-3 auf dem Board liegen bleibt. Ah, schön. Die schlechteste Karte ist da geblieben, weil er kann sich jetzt nämlich 1 Million von seinen 3er-Minions hier raussammeln. Und das Krasseste ist, wenn ihr jetzt auch noch Ding rausspielt, den Kollegen. Da kommt die Nummer 2. Oh jo, natürlich. Das ist halt ein Beispiel von richtig schlechtem Draw. Wow, das zählt nicht mal als 10. Mana Crystal. If you have 10 Mana Crystals. Ich habe 10 Mana Crystals. Blizzard, danke. Das finde ich ein bisschen eine Schweinerei, wenn ich ehrlich bin. Das sollte eine funktionierende Synergy eigentlich sein. Das Problem ist, wir kriegen hier jetzt eigentlich gar nicht so viel Damage. Das heißt also, wir gehen jetzt da drauf. Es war jetzt halt ein gewasteter Coin, aber ich habe halt echt gedacht, dass es eigentlich funktionieren sollte über den Omega, über den Coin, dass wir da Omega Assembly raushauen können, aber... Leute, wir haben keine einzige Bombenkarte gezogen. Keine. Really, er kriegt noch einen. Es gibt so viele A-Drops und er zieht einfach noch einen raus. Oh mein Gott, das ist halt Sadness. Ja, jetzt zählt's plötzlich. Das ist halt wieder typische Auslegungssache. Ja, wir brawlen hier an dieser Stelle. Ich hoffe halt einfach, dass irgendein der 3-3 oder sowas hier übrig bleibt. Es bleibt natürlich der 5-8 übrig. Ja, egal, den schießen wir jetzt auch ab. Das ist mir jetzt Wurst. Holen uns 3 Karten ran. Und machen einen Turn. Da haben wir einen Rüstungsdude. Das ist gut.
Ich meine, wir haben nichts wirklich, was wir overdrawn, was uns jetzt juckt. Wir sind gerade in so einer Situation, wo wir jetzt einfach Dr. Boom rausbringen müssen im nächsten Zug und dann hoffen, dass ein Minion spielt, dass wir Vicious Scraphound raushauen können und damit dann traden. Das ist halt... Ja, okay, das ist sogar dann gut gelaufen. Er will sich hier sustain, bringt auch Thanos raus. Okay, was overdrawn wir? Wetten wir, wir natürlich irgendwas Wichtiges oder irgendwas Gutes, besser gesagt. Spielen wir jetzt Xenia raus, damit kriegen wir Rüstung. Das ist halt shitty, wir können nicht genug Damage machen, wir sind one-off. Aber fein. Ich hätte über mein Upgrade arbeiten können, aber ich will das Upgrade halt immer noch eigentlich auf meinen Red Calibur spielen, den ich immer noch nicht gezogen habe. So ist es nochmal. Also ich muss sagen, das Deck ist halt wirklich draw-abhängig und zwar absolut draw-abhängig. Wir sind vom Leben her jetzt gar nicht so schlecht, möchte ich einfach mal behaupten. Wir stehen ungefähr mit ihm auf einem gleichen Rang, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Oh mein Gott, it's Red Calibur. Oh, damit können wir ja sogar was anfangen, ey. Holy shit. Holy shit, upgraded. Yes. Take that. Die Band. Okay. Bomb and Stack. Hit. Komischer Hund. End Turn. Ich will, dass er ihn hier faced. Also, dass er ihn hier pinkt, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass er hier irgendwie komplett face gehen kann. Er müsste ihn zweimal pingen über seinen Dude. Und dann überleben wir das auf jeden Fall. Oh, oder? Aber er spielt den Crowd Roast. Alright. Nochmal ein Conjurer. Worgen Abomination. Es ist halt einfach so traurig, dass die jetzt so viel kosten. Wir haben hier 3. Er ist nicht mal das die Problematik, oder? Wir bauen die Rüstung erstmal. Das ist wichtig. Execute ist gut. Machen wir nämlich so. Er ist uns nämlich egal. Dann machen wir hier Ratchet. Shuffle eine Bombe rein. Geben dem Ding nochmal einen Buff. Machen End Turn. Und damit können wir im nächsten Zug Cure Ability executen, Trade executen und überleben auf jeden Fall noch einen weiteren Zug. Oh, Blast Wave. Holy shit, Blastwave war gar nicht so schlecht hier jetzt gerade. Oh nein. Er hat nochmal einen Conjurer mit am Start? Okay. Das ist actually besser gelaufen als gedacht. Und
Wenn er jetzt eine Bombe zieht und sich nicht irgendwie aufs Board saven kann, dann haben wir gewonnen. Hey Inkard, schön, dass du da bist. Discover 5 cards and replace your dagger with it. Unlucky. God damn it. Damit hat er halt seine kompletten Bomben jetzt rausgeschmissen. Na, wie viele tolle Decks schon ausprobiert. Heute erst den Warrior hier. Ist ein bisschen schwierig, das Ganze zum Spielen zu bringen. Irgendwie will er nicht ganz, wie ich will. Und das ist halt immer dann so ein bisschen meh. Wie viel kostet die Karte hier nochmal? 8. Das heißt, er kann seine Hero Ability noch nutzen, aber eigentlich nicht wirklich was, was ihm viel bringt, gell? Gestern habe ich 3 getestet. Slam. Wir können ihm auf keinen Fall genug Damage hier machen, Leute. Es geht halt einfach nicht. Deswegen versuchen wir das über Blastmaster Boom zu machen. Er darf uns jetzt halt einfach nicht in einem Zug liefern, aber es sollte theoretisch nicht funktionieren. Und vielleicht haben wir richtig viel Glück. Nein! Oh, aber dass er da noch surrendert hat, ey. Oh, holy moly. Also ich kann euch sagen, mit dem Deck kämpft man. War leider nicht beim Stream dabei. Achso, du warst nicht dabei. Ja, das ist natürlich Sadness, weil wir haben da echt coole Sachen gespielt. Hier ist dieses Mal, wir haben Khadgar's Creation. Wir haben sogar 4 Decks gespielt hier. Und ich muss einfach sagen, dass mir der Mage bis jetzt am besten gefällt. Also damit habe ich am meisten Spaß und er spielt sich auch, finde ich, am smoothesten. Ich muss sagen, Warrior und Rogue sind übelst draw-abhängig und dadurch, dass jetzt in der Hall of Fame, warte mal, kann man die Hall of Fame hier nicht anzeigen lassen? Dadurch, dass jetzt hier der Draw-Spell vom Parla in der Hall of Fame ist, ist es halt übelst krass. Warte mal, hier war die Hall of Fame, hier, die war in Favor. Ohne das ist halt der Parla einfach nichts mehr, habe ich gemerkt. Gut, soweit, so gut erstmal. Ich möchte jetzt noch ein weiteres Deck testen, und zwar einen Warlock. Es gab ja die Vermutung, dass man einen coolen Warlock in so eine Shuffle-Richtung machen kann. Also wir versuchen, diese ganzen Portal-Sachen mit reinzubringen und ihn damit dann mehr oder minder zum Sieg zu führen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber wir gucken es uns mal an. Was haben wir denn hier für ein Deck? Das ist ein typischer Zulog. Okay. Ja, nee, den wollen wir nicht spielen. Den finde ich nicht so cool. Custom Deck. Gut. Portal. Portal Keeper. Overfiend. Das sind so die 2 Dudes, die wir jetzt erstmal nutzen wollen. Jetzt ist die Frage, was packen wir denn hier mit rein? So ein Portal-Lock ist wirklich noch nicht aufgetaucht. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas finde. Nö, ich sehe hier tatsächlich noch nichts irgendwie in die Richtung Portal-Lock oder sowas. Ich denke halt einfach, dass es noch nicht, dass es halt einfach noch nicht draußen ist, der Portal-Lock. Rough Farm habe ich ja auch mit am Start. Nee, es gibt tatsächlich noch nicht sowas wie den Portal Lock. Vielleicht das hier so in die Richtung. Ja, wir müssen dann halt einfach selbstständig ein bisschen was basteln. Portal Lock gibt's noch nicht, werden wir einfach mal testen. Die Frage ist, jetzt soll ein bisschen Richtung Zoom bauen oder meint ihr, es ist besser, wenn wir das Ganze vielleicht eher in Richtung Control bauen. Also so ein bisschen late-gamiger. Und irgendwie habe ich hier ein Haar vorm Auge, das mir die ganze Zeit ins Auge reinbaumelt. Anna, was machst du? Blödes Haar. Mega sehr stark hatte ich gestern das Gefühl. Sehe ich genauso. Ja, habe etwa 7 verschiedene Warlocks gebaut, aber es sind nur 2 Stunden spielbar. Der Rest ist bad. Baue selbst. Ich kann dir Tipps geben, was vielleicht passen könnte. Ich würde, ganz ehrlich, ich bin einfach mal der Meinung, dass wir hier den Imp auf jeden Fall spielen wollen. Diesen fetten Ultra-Imp hier, Jumbo-Imp. Den habe ich nur einmal, das ist halt Sadness, Leute. Den will ich auf jeden Fall ein zweites Mal, weil wir halt übelst viele Demons spielen in diesem Deck. Ich glaube wirklich, dass so ein Demon-Buff-Deck vielleicht gar nicht so schlecht ist. So ein bisschen Early, so ein bisschen Action machen.
Solarium ist immer gut für einen Draw. Einfach weil die Portals ja auch als zusätzlicher Draw zählen. Was vielleicht passen könnte, wäre Plot Twist. Aber du ziehst doch die Karten nicht. Aber du hast recht, wir ziehen dann die ganzen Portals, die wir da raushauen. Ja, das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig. Sie könnte spielbar sein. Ich finde es so schade, dass die High Priestess einfach kein Demon ist. Rafar möchte ich mit drin spielen, falls wir irgendwie ins Late kommen und dort irgendwie was regeln müssen. Und ansonsten, das sieht mir halt jetzt schon aus wie ein bisschen ein Zoo-Deck, wenn ich ehrlich bin. Wie so ein Demon-Zoo-Deck. Gucken wir mal, ob wir noch andere gute Demons hier rausfinden können, die wir hier mit reinstecken. Dann bauen wir damit noch das Deck voll. Wenn du so lastig gehst, finde ich, dass Lucky Generator für 2 Mana gut ist. Lucky Generator für 2 Mana. Zwei Mana, Evil Genius. Wo haben wir denn denn? Ich glaube, den habe ich gar nicht. Kann das sein? Den fand ich halt auch übel cool, aber ich habe ihn leider nicht gezogen. Damit kann man halt den übelst krassen Zoo machen. Ach so, du meinst den Evil Genius, die Warlock-Karte. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich dachte hier gerade, die Karte heißt Lucky Generator. Holy shit. Das kommt rein. Den 2-Drop. Die Frage ist halt nur, wenn wir Death Rattles mit reinmachen, welche Death Rattles wollen wir mit reinpacken? Da wäre halt sowas auch nicht schlecht, um unseren Minions plus 0 plus 2 zu geben. Oder aber halt, wir spielen Inie mit drin, um hier auch den Buff reinzuhauen. Das ist halt die Frage, wie wir das Ganze jetzt raushauen. Was aber auf jeden Fall mit rein muss, ist, also zumindest denke ich das einfach mal, ist ein Knife Juggler. Weil Knife Juggler ist eigentlich in so einem Zoo-Deck immer gut, genauso wie ein der Wolf. Der Wolf Alpha. Das sind einfach so Zoo-Karten, die müssen in jedes Zoo-Deck rein, weil sie einfach übelst stark sind. Und selten jemand die handeln kann. Gut, dann fehlen uns also noch ein paar Karten. Wir sind halt im Early Game echt gut ausgestattet. Ich will jetzt mal versuchen, ich habe das bei dem anderen Dude gesehen, der mich auch schon besiegt hat. Wenn wir hier jetzt einfach mal Inie mit einpacken, können wir halt Early Game buffen und die hier möchte ich mal mit noch reinsetzen. Damit haben wir halt sehr, sehr viel Early Game mit drin. Oh, warte mal, Sea Giant. Sea Giant ist, glaube ich, auch noch eine echt coole Alternative. Sea Giant ist halt auch noch eine übelst gute Alternative. Weil ihr müsst euch einfach mal überlegen, wie billig unsere Sea Giants und auch der Imp werden können. Auch die Ratte kann Power haben, aber nur mit Evolve meiner Meinung nach. Ja, gerade hier im Schaman ist sie wahrscheinlich ziemlich gut. Jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken hier. Ich habe übelst Durst einfach. Ich habe ja bis heute nur meinen Kaffee getrunken, Leute. Sea Giant ist eine Möglichkeit, die wir auf jeden Fall halten wollen. Ich kann mir übel gut vorstellen, dass er selbst ja auch ein Zoo-Deck spielt. Und da ist halt der Sea Giant übelst krank einfach nur. Das Problem ist, wir müssen natürlich schauen, dass wir hier nicht overwhelmed werden so schnell. Okay, oder er spielt ein Betrug-Deck. Der Giga-Drill.
Okay, Live Tap. Spielt ihr einen alten. Spielt ihr. Oder was heißt einen alten? Einen neuen Control Lock? 4 Damage Face. Und im nächsten Zug können wir dann anfangen, unsere Portal Keeper ins Deck reinzuschaffen. Unsere Portals in unser Deck zu schaffen. Okay. Ja, er spielt auf jeden Fall ein Control Deck. Ich weiß, es ist gefährlich, was wir hier machen, aber es sollte fein sein. Er wird jetzt den 6-2er uptraden. Okay, oder Spot wipen. Geht natürlich auch. Aber damit ist er halt jetzt schon. Oh no! Shuffle in. Hätten wir in einen Zug vorher gezogen, den Jumbo, wäre es halt cool gewesen. Okay, mehr Heal. Auf ihn habe ich ehrlich gesagt gewartet. Auf ihn habe ich ehrlich gesagt gewartet, einfach dass wir uns hier ein geiles Board aufbauen können. Das Problem ist, er wird jetzt hier nochmal wipen, oder? Ich glaube, er kann uns hier zu gut outcontrollen. Ja, das ist natürlich jetzt uncool. Oh, das ist Doppel-Siege. Er kann nicht nochmal ein Hellfire haben, aber irgendwas anderes, was halt Damage Heals, Charge hat oder sonst irgendwie was in die Richtung. Twilight Drake. Tradet hier lustigerweise. Ja, let's do this. Let's do this, Rafam. Scargill. Ach ja. Oh, lol. Rafa! Ah, vielleicht können wir uns hier sogar noch rauswinden aus dieser Misere, möchte ich mal sagen. Ganz vielleicht. Mortal Coil, okay, er zieht noch eine Karte nach. Hm. Ah, der 10-10er Rush Rhino, ey. Holy shit. Deswegen darf man diese Karte nicht zweimal im Deck spielen, weil die einfach... Stell dir mal vor, ihr könntet Legendaries teilweise so zweimal in eurem Deck spielen. Das wäre einfach dumm. Okay, er ist halt greedy, Leute. Oh Gott. Nein, sie kostet einfach 23.
Sie kostet einfach 23. Ich hab mir so gedacht, so, oh, hätte ich jetzt nur mal ein paar Spells gecastet, ey, dann wäre sie übel cool gewesen. Aber mein Deck spielt keine Spells. It never does. 5 Damage muss er jetzt hier austeilen. Auch Leroy Jenkins. Jetzt brauchst du Prinzessin Talanji, um Shivala zu spielen. Ja, scheinbar. Oh nein, er kann 5 Damage schießen, oder? It's so close. Alright. Ja, ich sehe hier Möglichkeiten. Wir könnten hier Face gehen. Gehen wir all in. Gehen wir all in. Leute, all in oder nicht? Also Deathwing ist hier die Alternative, die halt all in heißt für mich. Face und dann Deathwing. Okay, komm. Face und dann Deathwing. Oh, das ist halt jetzt. Oh nein, er hat echt eine Karte gezogen, mit der er uns finishen kann. Komm, als ob. Siphon Soul, no! Ja, klar, das ist natürlich die beste Karte. Das ist sicherlich die Karte, die ich nicht spielen möchte. Oh Mann! Er hat einen Siphon Soul noch auf seiner Hand. Ja, was? Klar, es ist. Wir haben eine Schamanenkarte gespielt. Haben wir wirklich? Okay. Was ein bisschen das Problem ist natürlich an diesem Deck, es ist sehr, sehr. Ja, wie möchte man sagen? Es ist ein Verrenkeling gegen irgendwelche Control-Decks. Ich glaube aber, dass wir wirklich einen guten, extrem guten Push haben können, wenn wir das wollen. Wenn wir zum Beispiel so ein Jumbo im Early Game haben. Ich denke halt wirklich, dass es eine gute Starthand ist, ja, einfach, weil Jumbo Imp kann ziemlich zügig billiger werden. Es war ein bisschen Sadness jetzt gerade, aber sowas kommt auch mal vor. Ich meine, man kann nicht immer Glück haben. Ich habe halt die Hoffnung gehabt, dass er irgendwie nicht dagegen matchen kann, aber ihr wisst, wie es ist, Leute. Ihr wisst selber, wie das Ganze ist. Nicht mit mir, Alter. Komm. Dann halt so. Dann halt so. Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, dass er beide faced, also dass er beide hier reinhaut, oder dass er halt mit beiden face geht. Ist beides nicht gerade optimal, wenn ich ehrlich bin. Er tradet halt echt einfach. Oh. Wir müssen halt jetzt hier an dieser Stelle echt ein Solarium spielen. Eigentlich ist es voll das krasse Kombo-Potenzial, das wir halt da gerade rausgehauen haben. Dr. Morrigan fehlt noch, aber die ist irgendwie auch nicht. Nee, irgendwie ist das Warlock-Deck halt. Oh shit, Alter. Irgendwie ist das Warlock-Deck halt nicht wirklich cool, wenn ich ehrlich bin.
Ist Rafarms Scheme vielleicht doch besser als gedacht? Oh, strong. Strong, strong, strong. Ach Gott, dammit. Ja, Leute, nee. Das ist GG an der Stelle wahrscheinlich. Ah. Rafarms Scheme ist OP. Ja, also. 7 Leute direkt aufs Board zusammen, das ist halt krank. Ja, das Einzige, was uns retten könnte, ist Rafarm. Aber wir ziehen einen anderen Ludi ab, GG. Ah, das Deck funktioniert so nicht, Leute. So funktioniert das Deck ganz und gar nicht. Vielleicht müssen wir echt Rafarms Scheme reinpacken. Vielleicht müssen wir echt die Portal-Dudes rauspacken. Ich glaube einfach, dass das... Ich habe gedacht, das wäre eine ganz coole Möglichkeit, dieses Deck umzubauen, aber... Nope. Der Portal-Warlock ist nicht das, was funktioniert. Aber so findet man das halt auch relativ zügig raus. Genauso finde ich, dass das hier nicht gut funktioniert hat und das hat leider auch nicht so gut funktioniert. Was wäre denn noch eine Alternative, die wir gar nicht gespielt haben? Wir haben jetzt Schamane, Rogue, Paladin, Hunter habe ich noch gar nicht gespielt. Wird mir denn ein Spellhunter vorgeschlagen? Gibt es so ein Deck oder so eine Deckart? Ne, es gibt tatsächlich nur dieses, entweder das hier, wo mir 9 Lives das zweite Mal fehlt, oder aber... Wir bauen einen Spellhunter der neuen Art und Weise. Ink, dankeschön, aber nee, wir wechseln einfach mal wieder das Deck. Ich meine, ich kann jetzt hier auch nicht die ganze Zeit auf dem Warlock irgendwie sitzen bleiben. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum Hunter und spielen einen Spellhunter. Die Frage ist halt, wie wollen wir das Ganze aufbauen? Ich muss mich mal hier ein bisschen... Ja, okay. Okay, also viele Leute spielen hier so eine mid-rangige Variante, was ich echt interessant finde, weil ich eigentlich eher gedacht hätte, dass das anders gespielt werden würde. Aber scheinbar sind solche Sachen wie Rapid Fire und sowas doch gar nicht so scheiße wie gedacht. Und genauso Arcane Shot auch nicht. Holy shit, Leute, auch Spring Paw wird hier einfach mal öfters drin gespielt. Einfach, weil wir den Arcane Fletcher mit am Start haben. Hätte ich niemals gedacht, dass wegen so einer Karte, die ich eigentlich persönlich gar nicht so stark finde, dieses Deck wirklich valid wird. Animal Companion kommt natürlich noch mit rein. Kill Command muss in diesem Deck gespielt werden. Und dann müssen wir halt jetzt noch schauen, dass wir den Animal, den Arcane Fletcher hier herstellen. Zack. Bei der ist immer, wenn wir einen One-Cost-Minion spielen, ziehen wir einen Spell aus unserem Deck raus. Und wir haben halt viele One-Cost-Minion am Start hier über Shimmerfly, Springpaw. Und die sind halt alleine schon vollkommen ausreichend, um hier richtig, richtig viel zu ziehen. Marked Shot wird hier auch drin gespielt. Discover a Spell. Holy shit. Ist das ein... Ich weiß nicht, ob das Deck funktionieren kann. Baited Arrow auch zweimal. Es sieht mir nach einem sehr controlligen Deck aus irgendwie. Oh lol, okay, es spielt Halazi. Deswegen mit den One-Drops. Dann macht der Fletcher auch noch deutlich, deutlich mehr Sinn. Unleash the Beast. Und natürlich Varisa und Sultan. Varisa ist tatsächlich eine der Legendaries, über die ich mich am meisten gefreut habe, einfach wegen dem Artwork. Guckt euch an, wie insane das einfach aussieht. Die hätte ich auch gerne, wirklich, wirklich gerne in Gold. Das kostet halt alles so viel einfach nur. Witchwood Piper kommt noch mit ins Deck rein, und zwar als 2-off. Dann noch ein Geppetto. Einfach weil er auch Minions als One-Drops ausgibt und nicht zu vergessen, Mardik. Mardikos ist unser Finisher hier drin. So, das ist das Deck, wie wir es uns jetzt erstmal angucken werden. Alles klar, hau rein. Ich bin mir relativ unsicher bei den Baited Arrows und sowas. Ich meine, klar, die sind ganz nett und so, aber sie machen halt... Es ist schwierig, die sind halt übelst teuer und ich weiß nicht, ob sie genug dafür machen, dass sie so übelst teuer sind. Geppetto kann ich vollkommen verstehen. Ich meine, draw 2 minions from your deck, set their attack and health to and cost to 1 ist übelst stark, weil wir halt dort halt einfach Maligos rausziehen können, theoretisch, und Varisa. Und über Maligos und Varisa den Gegner finishen, wenn das so funktioniert. Wir müssen sie natürlich in unserem Deck währenddessen noch haben.
Aber ansonsten sieht es nach einem relativ controlling Hunter einfach aus. Also wir einfach sagen, hey, wir wollen einfach das Board erstmal für uns haben. Wir wollen erstmal gucken, dass der Gegner uns nicht die ganze Zeit phasen kann, töten kann. Ich meine, wir werden hier viele aggressive Decks auf jeden Fall matchen erstmal. Gerade weil ich empfinde es so, dass zum Beispiel das Murloc-Deck super, super gut ist. Das Secret, nicht Hunter, sondern Ding ist relativ gut. Oh, der Typ hier hat auf jeden Fall ein iPad oder ein Gerät von Apple. Denn es gibt ja momentan auch wunderschöne Kartenrücken, wenn man sich verbindet mit einem Gerät von Apple, Android oder mit dem PC. Ich muss aber auch mit meinem Android-Gerät hier mich verbinden, mein Account, dass ich den coolen grünen Kartenrücken kriege. Ich weiß nicht, ob ich Headhunters Hatchet jetzt schon rausspielen möchte, ohne alles. So ein blanker Hatchet ist halt einfach meistens nicht so gut. Wir machen direkt wieder End Turn, grüßen hier an dieser Stelle. Ich finde Kartenrücken übel stark. Ich muss jetzt irgendwann mal jemanden finden, der ein iPhone hat, dass ich mich bei dem einloggen kann in Hearthstone. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriegen werde. Mal gucken, ob er trade, ob er hittet oder nicht. Ich denke mal nicht, einfach weil es lohnt sich ja halt im Early Game nicht, das irgendwie zu machen. Wir gehen auf die Hero Ability und im nächsten Zug holen wir dann Animal Companion raus, was hoffentlich nicht das Schweinchen sein wird, dass er dann nicht reintraden kann oder aber irgendwas mit dem SI7 rausbringen kann. Weil ich denke, er spielt auf jeden Fall Burgle. Burgle ist eigentlich das einzige Deck, was man gerade im Rogue spielt. Die Alternative wäre Pirates, aber Pirates ist jetzt auch nicht so das, was man eigentlich momentan sieht. Deswegen mal sehen. Deswegen mal sehen. Na, will vielleicht doch hier was rausspielen. Blanker SI7 Agent. Holy shit, das ist ein bisschen greedy, wenn ich ehrlich bin. Springpaw finde ich schön, weil dann können wir nämlich die Hatchet rausspielen. Und traden ihn direkt mal ab. Da brauchen wir nämlich unseren Animal Companion jetzt nicht direkt. Das wäre halt ein weggeschmissener Companion gewesen. Deswegen. Unsere Chance wäre relativ niedrig gewesen, dass wir da gut rauskommen. Entweder das. Oder aber das hier. Schlechtester Outcome. Fuck. Richtig schlecht einfach nur. Ich habe gehofft, dass entweder der Charger ist, dass wir ihn direkt traden können oder das Bärchen. Dann hätte ich das Alternativ einfach über die Hero Ability, Quatsch, über den normalen Hit plus die Waffe machen können. Aber Leog ist halt einfach bad. Und mit bad meine ich richtig, richtig bad. Er zieht eine Karte. Es ist meiner Meinung nach legit. Ja, wir discoveren mal ein Spell. Die Kombination aus Leog und den Snakes ist halt ziemlich stark zum Traden. Wegen mal gucken, vielleicht können wir das ja rausbringen. It is a red shit. Holen wir mal einen 5-5er aufs Board, das sollte fein sein. Nächsten Zug holen wir dann über
Witchwood Piper ein bisschen Action raus. Wir wollen halt unser Early Game eigentlich noch größtenteils rausziehen. Das heißt also gerade Shimmerfly, Springpaw sind hier sehr, sehr wichtig, um dann später über Geppetto, Maligos und Veriza auszubekommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir diese, dass es auch eine ziemlich insane Combo im Wild gibt, die halt einfach über Maligos und Sulchin synergiert. Wenn ihr Emperor Thorison raushaut vorher und beide um ein Damage verringert, dann haut ihr einige Spells raus, haut dann relativ zügig die Kombination mit Geppetto raus, haut dann beide Dudes hinterher und dann geht halt, oder besser geht's, ne, warte mal, Sulchin funktioniert nicht, oh shit, warte mal. Doch, du müsstest genau, über Geppetto ziehst du Maligos, müsstest sie aber trotzdem von den Kosten her verringern, dass du halt zumindest Sulchin von den Kosten her verringern und dann kannst du beide rausspielen. Ich habe mir gerade überlegt, wie das, oh nein, nicht ehrlich, oder? God damn it, Alter, er hat den perfekten Spell gezogen. Ah, why? Ja, egal, wir pipern jetzt. Shimmerfly. Hero Ability und End Turn. Wir wollen Spells aus unserem Deck ziehen, deswegen wird der Arcane Fletcher nur in Kombination mit ihm gespielt. Oder eigentlich sogar mit Halazy, aber Halazy haben wir da noch nicht am Start. Okay, deal to damage. Ja. Gute Sache. Mal gucken, was er hier rauskriegt. Ich hoffe, er will hier noch reinhitten, dann ist es fein für mich. Nice. Weil damit haben wir Snakes on a Plane. Der hat hier kein Board Removal. Rapid Fire. Actually um einiges besser als das, was ich jetzt eigentlich gerade spielen wollte. Actually um einiges besser als das, was ich gerade eben spielen wollte. Es war ein guter Draw. Ein sehr, sehr guter Draw. Ich überlege mir gerade, ob ich Geppetto jetzt schon raushauen will, aber eigentlich ist Geppetto halt wirklich was, um die Combo rauszuziehen aus eurem Deck. Schwierig. Gegen die Crown. Sehr, sehr schwierig. Ich habe auf keinen Fall genug Damage, um die komplett wegzumachen. Na gut, und wenn er ihn jetzt noch töten kann, ist es natürlich noch uncooler. Oh Gott, dammit. Er kann mir halt mein komplettes Board fast uptraden. Es würde reichen, wenn ich einen töten könnte. Ah, das ist halt richtig widerlich hier.
Goddammit. Goddammit. Was für später noch Rallye? Ich weiß es nicht. Alle Mecha-Gefühlen ist halt einfach Insanity, hey. Das sind halt 10 Damage, die wir hier kriegen. Uns kann eigentlich nur noch Sul'jin retten jetzt. Selbst wenn ich Joybus rausspiele, bringt es mir halt einfach gar nichts. Ich finde es halt krass, wie viele Decks eigentlich inzwischen darauf aufbauen. Raiding Party ist also stark. Wie viele Decks eigentlich inzwischen darauf aufbauen, auf ein oder zwei Karten als große Finisher. Und das ist halt auch einfach so eine Sache. Das ist so eine Lady in White. Das ist so das Lady in White Prinzip, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass entweder ihr zieht sie halt und gewinnt das Game, oder aber ihr habt halt Pech, zieht sie nicht und verliert dann halt. Komm, Sul'jin. Fuck, da kommt Maligus. Gut, kann sehen. Oh, come on. Was ist denn heute los, hey? Sind wir hier gerade im Testing-Modus ein bisschen verloren, oder wie? Der Draw ist halt einfach bad im Moment. Und zwar richtig, richtig bad. Gut, wir haben Early Game halt mit einer Shimmerfly. Das ist schon mal gut. Und wir spielen gegen Mage. Ah, ich glaube, das ist mit das uncoolste Matchup gegen dieses Deck, aber weil er so viel einfach zerstören kann mit seiner Hero-Ability. Das ist halt wirklich, wirklich strong. Also der Ping kann da einiges machen. Und oh wow, da kommt Sul'jin natürlich. Den Typen, den wir gerade eben noch gebraucht hätten. Aber es wäre auch nicht sicher gewesen, dass wir mit Sul'jin und für uns vielleicht noch hätten retten können, aber möglich wäre es gewesen. Piper. Gehen wir auf die Shimmerfly. Wir haben wieder einen Elf-Kähler. Ah, sowas liebe ich immer, ey. Leute, die meinen, sie müssen in ein Rank-Game reingehen und dann erstmal eine halbe Stunde lang nichts tun. Ist es hier Rope Coach oder was? Magic Trick. Das war noch Zeiten, als hier. Wie hieß er nochmal am Start war? Der Coach, hier. Fuck, wie hieß er denn nochmal? Oh, ein bekannter Streamer eigentlich. Life-Coach. Life-Coach hieß er, genau. Life-Coach. Der Alte. Okay, was heißt der Alte? Das ist eigentlich gar nicht so alt. Ja, und hier haben wir halt jetzt wieder jemanden, der 100 Stunden braucht, um irgendwie auch nur einen einzigen Play zu bringen. What? Hat er denn einfach blank rausgespielt? Ja gut, ich caste jetzt einfach mal meine Rapid Fires hier drauf, gehe weiter Face, mache einen Turn. Wir wollen hier eigentlich gar nichts großartig machen. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir ins Sustain und ins Late Game kommen. Sul'jin haben wir schon am Start, das heißt, wenn wir viele Spells rausspielen, können wir uns über Sul'jin auf jeden Fall retten. Ich warte eigentlich nur drauf, dass er hier den Ping setzt, aber irgendwie hat er keinen Bock da drauf. Er scheint wohl nicht wirklich erfreut darüber zu sein, dass die Shimmerfly ihm jetzt schon einiges an Damage hier eingeheimst hat. Aber ich meine, hey, solange es sie nicht pinkt und immer weiter Dudes rausspielt, die halt eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen anders gespielt werden sollten, wie zum Beispiel eine Golden Cyclone. Das hat so eine Sache. Vielleicht spielt er aber auch einfach nur ein bisschen ein trolliges Deck. Das kann natürlich auch sein. Springpaw ist sehr schön. Mir fehlt aber auch noch ein bisschen hier der Card Draw eigentlich. Problem ist halt, man kann ja nicht den Hunter Draw spielen. Das ist halt so das größte Problem eigentlich. Beastmaster's Call wurde halt wirklich ausgelegt nur für reine Beast Hunter und hier drin den zu spielen wäre eigentlich tödlich. Damit würden so viele Karten discovered werden, die halt nicht wirklich worth werden und für 3 Mana eine Karte discovern. Ist jetzt nicht wirklich geil.
Nächsten Zug könnten wir schon den Baited Arrow rausspielen, wenn er nochmal so einen Play macht, wie jetzt gerade in dem Mana-Cyclon. Vielleicht fühlt es sich auch einfach schon ein bisschen zu sicher und will einfach nur schauen, dass ihm halt sein Board da bleibt. Der Doubtfrog, interessante Karte. Können wir leider nicht hier mit dem Baited Arrow killen. Spiel mal einen einzelnen hier raus an dieser Stelle. Welche der folgenden Karten sollte ich mir am ehesten golden craften? Dr. Morrigan, Skull of Mannery, Blood Queen Lanathel, Clutch Mother Severs, Wilfred Whisbank, Jugal, Cruel the Unshackled oder Mal'Ganis? Eindeutig Mal'Ganis. Mal'Ganis oder Skull schätze ich, Dr. Morrigan, dass sie die einzige im Standard ist, hätte ich alle im Standard. Kann ich aber nicht entscheiden. Das ist natürlich eine Sache, die du selber entscheiden müsstest auf jeden Fall. Wir gehen so, machen den Baited Arrow. Und sind jetzt da auch schon in Turn 6, das heißt, sobald kommt unser Sujin raus und wir gehen noch ein bisschen härter ab. Ich denke, Geppetto ist ja ein bisschen greedy in diesem Deck drin. Gerade solche Karten wie Fletcher, Springpaw, Shimmerfly und sowas wollen wir nicht ziehen. Aber wir haben halt keine Alternativen, hier irgendwas zu ziehen eigentlich. Frostbolt, ja. Der ist richtig awesome, das stimmt natürlich. Jetzt wäre natürlich ein One-Drop ziemlich gut. Halazi wäre extrem stark. Ich glaube einfach, dass er ihn hier unterschätzen wird, hoffentlich. Dadurch, dass die Meta sich noch nicht ganz geformt hat, könnte es halt gut sein, dass er sich hier sagt, hey, er tut es noch nicht wirklich worth, irgendwie zu töten oder sowas. Er hat keine Combo dazu gespielt und entscheidet sich aber tatsächlich dafür, ihn zu töten mit dem Frog, oder sehe ich das richtig? Ja, doppelt Dart Frog in Golden. Oh ja, diesen ein Mana Damage Spell oder was? Ah ja, Arcane Message, okay. Oh, holy. Wow. Unholy einfach nur. Bullshit. Die Shimmerfly sind einfach so Bullshit. Hey Mr. Crumb, schön, dass du da bist. Dritte Option wäre Geppetto. Ich glaube nicht, dass Geppetto so großartig play sehen wird, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt halt hier so eine Testsache, um einfach mal zu schauen, ob man damit was machen kann. Dance to my song. Counterspell? Ist aber fein. Wir können noch so viel weitere Sachen rausspielen, die wir auch wirklich aktiv casten können. Allein Halazi als One-Drop zu spielen, ist halt einfach übelst dumm, nur. Ihr kriegt so viele Lynxe, die ihr halt alle dann raushauen könnt und dann wieder resummen, dann das ist übelst strong von mir. Ja, einfach nur. Standstall. Hi guys, is this deck performing well? Ich verstehe ein bisschen Deutsch. Standstall oder Standstoy. I greet you. I can also speak English, if you prefer that.
It's performing not so well. It's just a second test, so we have to see. Maybe it's good. And maybe it's ultra bad. ja, ich hätte mal gesagt, es ist jetzt Halasi-Zeit. Obwohl ich vorher wahrscheinlich noch Ding rausspielen möchte. Wir haben halt echt Doppel Revenge of the Wild hier in dem Deck drin, obwohl wir die überhaupt nicht spielen. Ich hoffe halt einfach nur, er spielt keine Blast Wave, sonst sind wir hart am Arsch einfach nur. Ich hoffe halt einfach nur, er spielt keine Blast Wave, sonst sind wir hart am Arsch. Dann füllt er sich seine komplette Hand wieder mit Spells. Yeah, sure. Try it. Ja, okay. Well played. Actually, the interesting part of this deck is just the one drops with the Arcane Fletcher. I think if you get these two parts, you can do something. Then you have some draw, but else it's not that good. Wombo Combo, ja, auf jeden Fall. Gut, dass wir es zweimal gezogen haben. Einfach aus dem Nichts. Okay, das finde ich ist eine relativ coole Starthand. Ich glaube wirklich über den Coin können wir hier arbeiten. Wir gehen Shimmerfly 1, dann Headhunter's Hatchet als zweites. Coin dann den Witchwood Piper. Oder aber versuchen vielleicht, wenn wir den anderen 3-Drop oder sowas ziehen, Witchwood Piper raus so normal rauszuspielen und über den Arcane Fetcher dann den 1-Drop rauszucoinen. HK Warlock, funktioniert das überhaupt? Ziehst du dich damit selber nicht zu Tode eher? HK plus Reform. Ich verstehe, das ist actually eine echt interessante Sache. Aber ja, was ich hier mal ganz kurz ansprechen wollte noch ist, heute wird es ja auf dem Kanal noch eine richtig, richtig coole Folge Hearthstone auf jeden Fall geben zum Mage. Da werde ich mir den Mage nochmal ein bisschen genauer angucken und werden wir auch nochmal ein bisschen, vielleicht seht ihr noch ein bisschen, wie ich dran rumbastle oder sowas. Muss ich halt einfach mal sehen, wie das Ganze dann auf YouTube so rüberkommt. Ja, aber Ink, das ist halt, eigentlich ist HK nur ein Dude, der dir zusätzliche Karten in dein Deck packen soll. Und das macht er ja actually eigentlich immer, sobald du den Death Rattle triggerst. Und ansonsten wird er halt zu einer anderen Legendary verwandelt. Das ist gut. Auch wenn es jetzt hier nicht irgendwie über einen Beast-Buff ist oder sowas, die Headhunter's Hatchet ist hier auf jeden Fall der richtige Play. Und dann gehen wir im nächsten Zug auf Coin Witchwood. Ne, machen wir sogar nicht. Wir gehen hier auf Coin Kill. Nochmal. Ich glaube, der Companion ist deutlich besser hier. Das wäre natürlich actually auch eine Möglichkeit. Eine Springpaw. Come dance to my song. Ich kann mir, das Problem ist halt, wenn du HK dann einmal zerstört gekriegt hast oder von mir aus auch über Betrug dann rausgespielt hast und ey, dann irgendwo rein tradest. Das kann möglicherweise gut funktionieren. Das wird wahrscheinlich auch gut funktionieren.
Aber bitte bedenke, du bist Warlock. Du ziehst halt dann trotzdem beide Karten. Ich denke, diese Combo würde gut funktionieren mit Mal'Ganis. Also wenn du die Möglichkeit hast, halt Mal'Ganis da irgendwie mit reinzuspielen oder sowas. Aber sonst wird's halt schwer. Da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Okay, ihn könnten wir jetzt entweder... Rapid Fire. Rapid Fire. Kill. Hatchet. Play. Kill. Enter. Wir wollen die Kontrolle einfach weiter übers Board behalten. Wir haben im nächsten Zug noch genug Spielmöglichkeiten für unseren Fletcher. Obwohl ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Spielart und Weise vom Fletcher nicht. Es gefällt mir halt einfach insgesamt nicht so, wie sich das Ganze rausspielen soll. Ja, okay, er holt sich jetzt seine Waffe. Er geht jetzt langsam mal in den aggressiven Modus. Was ich interessant finde, weil so hat er halt vorher eigentlich nicht wirklich gespielt. Ja, one shot, three kills. Baited arrow. Das ist ein one shot overkill. Arcane shot. Kill and turn. Gut, soweit so gut erstmal. Das sieht schon mal nach einer ganz okayen Hand jetzt aus. Vielleicht ist es wirklich ein Control-Hunter, der halt über ein gewisses Value verfügen möchte. Oder muss, um halt zu funktionieren. Ja, hat er hier noch irgendwie ein Damage? Spielt tatsächlich Rapid Fire. Maligus. Hello, hello, hello. Ja, komm. Ach goddammit, das ist halt. Das ist immer so die Chance, du denkst, dass so 1 zu 3 kommt, das sollte schon passen. Und dann schlussendlich sagt die Animal Companion einfach, nope, du kriegst das schlechte, den schlechten Companion. Einfach nur den 4-2er, der nichts bringt. Ein bisschen eine gemeine Combo, aber meiner Meinung nach ziemlich clean. Ich muss wirklich sagen, dass Baited Arrow in Kombination mit Wing Blast eigentlich erst wirklich zu einer richtigen Karte wird, weil das sind halt zwei Karten, die man spielen möchte zusammen, auf jeden Fall. Die halt übelst gut auch funktionieren. Gut, er geht auf die Hero Ability und nichts weiteres. Wir haben jetzt die Chancen, langsam Maligus hier rauszukriegen. Das ist sehr, sehr schön. Wie viel Damage haben wir denn? 2, 7 und Arcane Shot. Wie viel machst du? Du machst 7, gell? Wir gehen jetzt für den Greed, Leute. Richtig hart für den Greed. Okay, lass die Hunde los. Sehe ich. Und nochmal lass die Hunde los. Okay. Ja gut, über Timberwolf ist es gut. Mit dem Timberwolf ist es halt echt ziemlich stark. Vielleicht hätte er noch eine Hyäne mit an den Start bringen müssen, aber ich denke, er ist tot. Er müsste hier mit der Hatchet nochmal angreifen. Ah, oh, okay, er respawnt nochmal alle. Damit ist er noch nicht tot und wir müssen uns ein bisschen Sorgen um unser Leben machen eigentlich, oder?
Ne, ist mir gar nicht, er ist doch auch tot. Wir haben ja das Hatchet, Leute. Wir haben ja das Hatchet. Maligus. 7, 2, GG. Nice! Okay, gegen den Beastie Boy jetzt mal an dieser Stelle gewonnen. So muss es doch eigentlich sein. So sollte es eigentlich schon die ganze Zeit laufen, aber irgendwie will es nicht so wirklich. Der Hunter ist schwierig, Leute. Er ist wirklich, wirklich schwierig. Ich hätte mal gesagt, wir testen jetzt einfach noch zum Vergleichen, dass wir halt die Hunter so mehr oder weniger ein bisschen aufwiegen können, mal den Mac Hunter. Ich meine, es gibt einen guten Mac Hunter, wie er im Ding gespielt wird. 9 Lives. Boah, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Mac, lass mich mal schnell gucken. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Wisst ihr, diese Karte 9 Lives hat halt einen krassen Nachteil einfach nur. Und zwar synergiert sie halt überhaupt nicht mehr mit der eigentlichen Engine, die für den Hunter vorgesehen war, und zwar diese Bomben-Engine. Wenn ihr euch jetzt einfach mal vorstellt, 9 Lives würde triggern und ihr spielt einen standardmäßigen Mech-Hunter, der halt wirklich über die Bomben geht, die halt dann alle zum Explodieren bringt, dem Gegner damit Damage schießt, dann kriegt ihr mit 9 Lives einen 0-2er, der 2 Damage schießt. Noch zusätzlich. Ist meiner Meinung nach nicht so geil. Geht hier auf Secrets, Bomb-Toss. Wir holen uns hier halt eine Goblin-Bombe ran. Holy shit, Leute. Ich bin halt echt nicht so ganz überzeugt davon. Aber hey, lasst es uns testen. Das ist die Blizzard-Variante mit einem 9 Lives draußen. Vielleicht können wir damit einen Sieg holen, vielleicht auch nicht. Es ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist übel schwierig. Ich denke, der Mech-Hunter hat im Standard nichts verloren. Ich denke, das ist wirklich ein absolutes Wild-Deck einfach nur noch. Weil dort dominiert er ja sonst. Oh, stimmt. Druid haben wir auch noch gar nicht gespielt. Druid haben wir halt auch einfach noch gar nicht gespielt. Tracking für 1 ist ganz okay. Wisst ihr, das gefällt mir halt einfach auch prinzipiell einfach nicht. Wir haben normale Minions drin, wie zum Beispiel die Springpaw, die meistens nur als Trade-Möglichkeit genutzt wird. Und dann halt sowas wie die Reassembling Menace, also komplett eigentlich sonst nur Max oder halt Animal Companion oder sowas. Ich glaube wirklich, dass 9 Lives eher über einen reinen Death Rattle Hunter gespielt werden sollte. Aber das ist halt auch wiederum ziemlich schwierig, weil wir halt einfach keine guten Death Rattles mehr haben, außer die Standard-Death Rattles irgendwo. Bomb Toss, wow. Schauen wir mal nach, was wir hier haben können. Boah, shit, das sind alles viel zu gute Karten. Holy shit, das ist nicht schön. Das sind viel zu gute Karten, die wir jetzt gerade weggeschaffelt haben. Ein Grund, warum ich Tracking eigentlich nicht so sehr mag. Der hat einfach nur... Der kann mir nicht mal magnetisieren hier. Boah, okay, mir gefällt diese Standardvariante jetzt schon nicht, Leute. Mir gefällt diese Standardvariante halt jetzt schon überhaupt nicht mehr. Und ich denke, es spielt Heal Druid, weil Heal Druid kann sich einfach über eine lange Zeit übelst krass sustainen. Und wir können da halt echt wenig dagegen machen. Hier alleine schon eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Bomb-Toss. Phasen ein bisschen. Das ist halt, der Usatron ist halt prinzipiell eine coole Karte. Wir haben eine kleine Draw-Engine mit drin, wenn er stirbt und alles mögliche. Und dadurch, dass wir halt auch Oblivitron hier in diesem Deck haben und dann nachziehen können und so weiter und so fort, ist es vielleicht ganz nett. Das größte Problem ist aber halt einfach, er hat kein Magnetic. Wir können ihn mit nichts verbinden und das macht ihn übelst schlecht einfach nur, Leute. Das macht ihn richtig, richtig übel schlecht, kann ich euch sagen. Er hielt aber nur hier 4, das ist gut. Die Replacing könnte tatsächlich gut sein. Aber damit können wir halt hier traden und das ist wichtig. Das ist halt wichtig. Problem ist, er hat Swipe und Swipe könnte uns hier das Board wasten. Dann spielen wir den Ursar raus. Ich frage jetzt halt, ob er Swipe. Ich denke wirklich, dieses Deck ist not even playable.
Jo, hielt sich hier. Nee. Das gefällt mir bis jetzt einfach noch gar nicht. Das sieht auch nicht aus, als ob es irgendwie funktionieren könnte irgendwann mal. Nicht mal so gegen so ein Deck wie ein Heal Druid. Obwohl Heal Druid, habe ich schon gehört, soll vielleicht ganz interessant sein, weil er diese Burke oder wie er heißt, immer wieder resummen kann, immer wenn er sich um 5 healt und er healt sie extrem oft um 5. Aber uns fehlt jetzt halt der Card Draw, uns fehlt alles, was wir benötigen auf der Welt. Gute Karten. Sultan könnte uns vielleicht retten, aber das ist auch fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte mir vorstellen, dass er mehr als 3 Karten in einem Zug spielt, besonders wenn er den hier rein tradet. Crystal Stack. Die Karte ist übel krank. Die Wyvern. Der Crystal Stack ist halt übel krank. Feier ich ziemlich. Oh, what? No. Ja, wir kriegen jetzt im nächsten Zug 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 und 13 Damage kriegen wir jetzt erstmal kurz reingedrückt. Wenn er nochmal einen Buff hat, so ein Savage Roar oder sowas, ist es schon ganz schön gut. Kaum eine Karte. 2 Karten. Das heißt also, wir kriegen unsere Red, aber das sollte GG sein, gell? Ja, das ist halt wahrscheinlich GG. Was? Jetzt Mr. Lethal, oder was? Das waren die schlechtesten, Leute. Ja, GG. Tokens, Leute. Tokens im Druid, im Heal Druid. Not bad. Not even bad. Ey, und damit geht der Hunter jetzt auch endlich mal auf Level 60. Hat ja lange genug gedauert. Aber dieses Deck, das kann man vergessen. Also, alter Schade, ist dieses Deck einfach nur schlecht. Ich hätte mal gesagt, dadurch, dass wir jetzt sehr, sehr viele Ränge verloren haben, werde ich jetzt noch einmal ein echt cooles Deck spielen, was mir bisher am meisten Spaß macht und meiner Definition nach momentan das beste Deck einfach in der Meta ist, zumindest für mich zum Spielen. Und das ist der Summon Mage oder der Control Khadgar Mage. Ich weiß nicht, wie man ihn nennen möchte. Der ist auf jeden Fall nach meiner Meinung nach extrem stark und kann damit halt übelst krasse Sachen machen. Ich möchte den Ray of Frost halten, einfach falls er ein Aggro-Deck spielt. Und wir haben Khadgar auf der Starthand. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Mag Khadgar eigentlich eher late haben. Könnten wir jetzt theoretisch einen Frosten, wollen wir aber eigentlich noch gar nicht machen. Oh, what?
Das sind halt Plays, die eigentlich nicht passieren sollten. Turn 2, 1-0 Direwolf Alpha. Uncool. Ziemlich uncool, besonders gegen den Deck, das halt im Late Game erst kommen will. Kann ziemlich stressig werden für ihn hier. Wenn er jetzt nicht irgendwie die Ultra Wombo Combo hat, mit der er uns halt pressuren kann. Aber wir haben halt eigentlich, wir haben gute Removal-Sachen, wir haben auch Celiex mit am Start und alles. Wenn du noch auf, wenn du ihn auf der Stadthand hast, kannst du ihn doch mit Hexlord wiederkriegen. Das wäre doch stark, oder? Es ist auch stark, ja. Aber er bringt mir halt im Early Game nichts gegen den Hunter. Ich brauche halt, um gegen den Hunter zu spielen, da ich mir immer noch ein bisschen so die Beastie Boys einfach in meinem Hinterkopf habe, sehr, sehr viele aggressive Removal-Tools. Also sowas wie zum Beispiel der Freeze ist für mich zum Beispiel fine. Sowas wie Frost Nova oder sowas. Dadurch, dass die sich halt immer weiter auch aufbauen können, will ich da natürlich versuchen, gegenzuarbeiten. Das ist halt nicht immer die einfachste Sache. Ich überlege mir hier gerade, ehrlich gesagt, hier über Ding zu gehen, weil über den Doomsayer zu gehen und ihn zu pingen oder aber Karten nachzuziehen. Wir ziehen Karten nach. Wir kommen da auf jeden Fall ins Late Game rein, Leute. Oh mein Gott, jetzt haben wir halt. Wir haben unser Late Game gerade gezogen. Nice. Das ist halt die Sache. Also zumindest sehe ich das halt so. Einfach weil diese aggressiven Hunter sind für mich halt einfach das, was dauerhaft in der Meta gesehen ist. Und deswegen lange, lange ausharren, bis wir irgendwie vorankommen. Ja. Ping. And turn. Lange, lange ausharren, Leute. Sehr, sehr lange. Savannah Hymen. Hello. Können wir freezen? Astromancer. Oh, fuck. Bisschen unlucky, ehrlich gesagt. Aber er wird jetzt nächsten Zug erst wieder aufgetaut werden und dann können wir halt handeln. Ich spiele hier irgendwas mit Death Rattles oder was hat er vor? Doch, hast schon recht. Bin halt ein Greedy beim Spielen. Oh mein Gott, das muss man auch mal sein. Den will ich halt echt aus dem Weg haben. Das ist nicht cool. Ich habe Nein gesagt. Es ist totally fine, dass sie jetzt auf dem Board sind, weil die machen mir nämlich nur 4 Schaden, im Gegensatz zu irgendwas anderem Fetten, was mir deutlich mehr Pressure geben würde. Ich hoffe, dass er ja irgendwie nochmal sowas in die Richtung rausspielt, dass wir die halt komplett freezen können, sein Board erstmal ein bisschen klar Schiff machen können, bevor wir hier dann... Oh mein Gott, das sind halt die einfach die Combo-Plays ready. Wir müssen halt schauen, wir dürfen jetzt nicht zu lange harren, Leute. Strong. Ziemlich strong und ich weiß nicht, ob ich dagegen noch ankomme, weil er muss mich nur noch einmal damit hitten und dann habe ich die Arschkarte actually. Cool, aber er hat jetzt seine Hatchet verbraucht. Oh, soll ich wirklich greedy sein, Leute? Can't control myself. Komm, give me the greed. Ah, yes. Der greed war real, Leute. So muss es gehen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei. Uff. Aber richtig uff.
Deadly Shot ist hier halt. Deadly Shot hätte mir das Genick gebrochen. Oh, please no, please no, please no. Lass die Hunde los. Kann ich ein Poisonous geben? Gibt es sowas? Nee, sowas gibt es nicht, oder? Sowas existiert nicht. Ah nein, er kann sie aber resummen, gell? What is he doing? Ah, okay, das macht Sinn. Oh nein, er kann mich töten. Das fällt ihn aber früher auf, hey. Oh Mann, hey. So viel zum Thema Beastie Boys, Leute. Eins machen wir noch. Eins können wir noch, Leute. Dann ist aber wahrscheinlich erstmal Schicht im Schacht. Ah, das ist halt... Heute war echt immer so wirklich mehr bergab als bergauf. Ich glaube, ich spiele halt einfach noch ein bisschen zu experimentelle Decks. Also viele Leute haben sich jetzt ja auch inzwischen sehr, sehr viel von den ganzen Pro-Spielern angeguckt. Und ich experimentiere halt immer noch ein bisschen rum hier. Ich spiele halt einfach noch ein bisschen so die experimentelleren Decks. Ich meine, das ist immer noch dieses Pre-Constructed von Blizzard, einfach weil es mir so gut gefallen hat und ich damit halt sehr, sehr viele Summons mit am Start habe. Er wird auf jeden Fall ein Secret rausspielen, das heißt also, ich werde hier jetzt das ihm direkt denyen, dass er da keinen Shit macht. Oh Leute, das zählt gar nicht als Secret rausgespielt. Das ist natürlich dumm gelaufen. Das Gute ist, selbst wenn er jetzt hier den Resummon kriegt durch das Secret, ist es für mich totally fine, weil ich halt einfach sagen kann, ich ping ihn. Hat aber nicht gekriegt, deswegen ziehen wir Karten. Und haben wir den Astromancer und Hexlord. So. Boah, er wird halt auch ein richtig greedyes Spiel machen, denke ich einfach nur. Polymorph ist gut. Ich hätte hier pingen können. Ich habe das neue Secret vergessen. No. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir die guten Karten schnell ziehen. Weil seine Dudes werden halt jetzt übel abgehen. Das Einzige, womit dieses Deck halt einfach übel struggelt, ist der Moment... Nochmal der Buff, okay. Das Einzige, wo dieses Deck halt einfach übel struggelt, ist der Moment, wenn er keine Karten mehr auf der Hand hat. Weil dann weiß er nicht mehr, was er tun soll. Es gibt keinen wirklich guten Draw-Spell momentan im Paladin. Und das ist halt vielleicht unser Vorteil, aber nur ganz vielleicht. Wir müssen halt echt gucken, dass wir dagegen ankämpfen, aktiv. Kein Secret für dich. Beste 2-Drop im Game. More Secrets. Das ist Khadgar. Okay. Nochmal. Okay, wir versuchen es. Wir sind greedy. Wir können uns hier eh nur noch über zwei Karten retten. Und das eine ist einmal Flamestrike. Das andere wäre jetzt über Khadgar, wenn er jetzt keine Waffe auf der Hand hat.
Das Deck spielt aber nur eine Waffe. Nee, spielt zwei Waffen. Stimmt gar nicht, was ich da gesagt habe. Spielt zwei Waffen, aber vielleicht haben wir hier Glück. Power of Creation. Holy shit, wie oft hat er diese Karte einfach nur? Ja, gut. Alter, ich sag einfach nur, hear the thunder. Boom. Das war wichtig, habe ich so das Gefühl. Das war sehr, sehr wichtig. Auch wenn es uns viel gekostet hat, mussten wir das auf jeden Fall machen. Oh, Celiex. Ah, plus 3 Attack auch noch. Okay. Das Board ist geklärt. Wir haben nochmal Power of Creation am Start und wir haben noch eine Alex mit am Start. Er hat noch einen Coin und eine Karte. Hartes Game. Ziemlich hartes Game, wenn ich ehrlich bin. Und 7 sollten erstmal fein sein gegen dieses Deck. Ja, die Sache ist halt, wir müssen jetzt traden. Wir müssen gucken, dass... Oh mein Gott, wir müssen nicht traden. Huh. Noble Sack. Und Auto Defense Matrix. Classic. Classic. Acht Health. Könnt ihr vermuten, dass wir dieses Game gewinnen? Ich meine, wenn unser Board jetzt nicht removed und... Leider hat keine Secrets mehr da drin. Noble. Ah, das habe ich mir tatsächlich gedacht, dass es ein Noble Sack ist. But turns not just once. Und im nächsten Zug ist es GG. Er wird hier nichts haben, was ihn retten kann, oder? Ja, gut. Das heißt, ich habe mir vermutet, entweder hat er das Sword oder er hat von mir aus auch noch... Keine Ahnung, irgendwas anderes, aber dadurch, dass wir ihn halt face gefreezed haben, Leroy Jenkins wäre doch vielleicht noch gefährlich geworden oder so in die Richtung, aber so muss es auf jeden Fall laufen, dass wir uns im Late Game halt über diese Creations dann wieder retten. Und ich finde, das Deck ist halt wirklich stark, bis jetzt so mein Top-Tier-Deck. Wir können ja ganz kurz nochmal hier zum Ende des Streams, ja Leute, das ist hier leider das Ende, noch kurz auf HS Replay vorbeigucken, wie es momentan aussieht. Und ja, gerade sieht es so aus, dass der Krieger die stärkste Winrate hat mit seinem Bomb Warrior. Super insane. Wenn es mal funktioniert, geht es halt echt schnell und der Gegner ist halt übel krass schnell platt. Ich bedanke mich recht herzlich hier fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut gerne heute Mittag auf YouTube vorbei. Da gibt es, wie gesagt, ein Video zur neuen Meta, also gerade irgendwie ein Deck, wahrscheinlich der Mage, den ich da durchchecke. Und dann schauen wir mal, wann ich das nächste Mal streamen werde. Es wird jetzt des Öfteren wieder Streams auch morgens geben. Guckt da also immer mal wieder vorbei. Lasst gerne ein Follow da unten in der Videobeschreibung. In der Streambeschreibung ist natürlich der Link zu YouTube. Da gibt es auch immer wieder Stuff. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Haut rein, testet viele Decks. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.